Ich bin die Anna und das ist die Lisi aus der Spielothek. Wir möchten euch heute zu einer kleinen Bewegungsgeschichte einladen. Und wenn ihr wollt, macht doch mit. Es war einmal ein kleiner Baum, der hatte einen großen Traum. Er wollte mit den Wolken singen und so versuchte er zu springen. Mit aller Kraft und wildem Rütteln wollte er die Erde von sich abschütteln. Doch seine kleinen, feinen Wurzeln wollten nicht aus der Erde rauspurzeln. Also versuchte er mit ganz viel Strecken seine Äste bis in die Wolken zu recken. Doch seine Baumarme waren zu klein, da fing er plötzlich an zu schreien. Ihr Watteknäuel, hört ihr mich? Du da oben, ich meine dich! Doch die Wolken waren zu weit oben, da fing der kleine Baum an zu toben. Das ist nicht fair, das ist gemein, warum kann ich nicht bei euch oben sein? Da kam sein Vogelfreund angeflogen, in einem riesengroßen Vogelbogen. Was ist denn los, mein Freund? Da blickte der kleine Baum ganz verträumt. Ich will so gern mit den Wolken singen, habe versucht, hinaufzuspringen, habe versucht, mich hochzustrecken und mich bis zu den Wolken zu recken. Aber ich bin einfach zu klein, das finde ich so furchtbar gemein. Bleib nur hier, ich helfe dir, sagte der Vogel und flog zu dem anderen Vogelgetier. Plötzlich kamen hunderte Vögel angeflogen in einem riesengroßen Vogelbogen. Sie zogen den kleinen Baum aus der Erde heraus und flogen mit ihm in die Lüfte hinaus, bis zu den flauschigen Wolken hinauf und setzten ihn auf eine Wolke drauf. Endlich konnte der kleine Baum erfüllen seinen großen Traum. Er begann ein wunderschönes Lied zu singen und alle Vögel und Wolkenfreunde fingen an zu springen.